Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Es geht heute um die Energievorhersage für September. Und ich habe einfach mal ja ein friedliches Bild gewählt, weil ich gar keine schlechten Nachrichten eigentlich mehr hören möchte. Und ja, Lavendelfelder, die sind ja auch so, für mich jedenfalls üben die eine sehr große Faszination aus. Und deswegen jetzt dieses Hintergrundbild, ihr Lieben. Nichtsdestotrotz ist gerade im September ein kritischer Zeitpunkt. Insofern, dass sich viele Versprechungen, die uns gemacht wurden, wahrscheinlich nicht erfüllen werden. Es sieht energetisch jetzt im September aus. Wir haben das Gefühl, unserer Bestimmung näher zu kommen. Energetisch werden wir Energien bekommen, die uns dabei begleiten, ins Erwachen zu gehen, uns inspirieren, unsere eigenen Visionen eher wahrzunehmen und dann diesen Weg zu gehen. Und wir gehen auch in die Kommunikation mit uns selbst, mit unserer Seele. Und natürlich, wer das schon kann, mit den Engeln, in die Kommunikation mit den Engeln. Also Kommunikation ist eine wichtige Energie im September. Und so ab dem 22. September ändert sich nochmal was. Da kommt die Energie des Erkennens. Und da kommt nochmal ganz viel Wahrheit ans Licht. Zusätzlich verstärken sich ab ungefähr dem 22. September die Energien. Insofern sind zwei verschiedene Dinge, die sich da verstärken. Einmal gibt es uns Kraft, verstärkt es unsere Kraft, sodass wir richtig intensiv erkennen, was für uns wichtig ist und das dann auch mit dieser Kraft tun können. Und dann gibt es noch das andere, den anderen Punkt. Es kann sein, dass sich Dinge, die wir gerne tun möchten, unheimlich schwer anfühlen und wir da überhaupt nicht gut vorwärts kommen. Dann sollten wir es lassen. Also auch das wird uns ab 22. September gezeigt. Und wenn man das jetzt mal vom Kleinen, von dem einzelnen Mensch auf das Kollektiv übertragen, dann erkennen wir im Kollektiv auch Blockaden. Also es wird massive Blockaden werden sich zeigen. Und es wird sich auch zeigen, dass manches, was jetzt da so gefordert wird, dass das sich nicht verwirklichen lässt. Also das gibt ein bisschen Hoffnung uns, dass es leichter wird in der Gesellschaft. Allerdings ist wieder so ein Kampf, ein Hin und Her. Und je nachdem, wie die Kräfte aufgestellt sind, werden wir dann erleben, dass es doch wieder ja Bestimmungen gibt, gerade jetzt mit der Delta-Welle, wo man ja auch festgestellt hat, dass die Impfungen zum Großteil nicht wirksam sind gegen das Delta-Virus sozusagen. Und das wird sich massiv Mitte, Ende September zeigen. Und dann werden alle durchdrehen. Ja, es ist, ihr wisst ja, das ist immer die Sache des Betrachters. Wenn wir über das Quantenfeld, das habe ich euch schon erklärt, Leichtigkeit hineinschicken, Gesundheit, Freude, dann bekommen wir das zurück. Und auch diese Chance haben wir ab dem 22. Weil dann, wenn wir ab diesem Tag verstärkt diese Energien hineinschicken in das Quantenfeld, wird es uns erreichen, es wird uns zurückgeschenkt. Und das lege ich euch bitte sehr ans Herz, dass ihr da tatsächlich dann für das Große und Ganze wirkt und so eine Erleichterung sich einstellen kann, je mehr Menschen jetzt in diese positive Energie gehen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig für uns alle, dass wir uns nicht anstecken lassen von den Panikmachern, die ja schon seit eineinhalb Jahren
ja, am Machen sind und alles Mögliche schon kaputt gemacht haben dadurch. Es ist die ganzen Dinge, die bisher getan wurden, waren irgendwie aus irgendwelchen, also nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern aus Machenschaftsgründen heraus entstanden. Und das hat natürlich die Gesellschaft insgesamt sehr geschwächt. Um jetzt im September die Energie der Bestimmung, die am Anfang September ist, und die Energien, die uns helfen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, um da richtig gut dabei zu sein, empfehle ich euch einfach, dass ihr in die Meditation geht, ins Quantenfeld der Liebe geht und dort euch aufhaltet. Dann kann im Außen wirklich egal was geschehen, ihr werdet nicht davon ergriffen und ihr könnt in eurer Dimension der Liebe bleiben. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also es ist ein sehr kritischer Monat. Es werden kritische Dinge geschehen, die nochmal alles über den Haufen werfen, was gesagt war, was gesagt wurde. Und es werden neue Sachen herauskommen. Aber es ist nicht immer die Wahrheit, die gesagt wird, immer noch nicht. Und nach den Wahlen, vieles, was uns versprochen wurde, wird natürlich nicht eingehalten. Da wird sich einiges wieder ändern. Und eine Lösung für das Ganze ist noch nicht in Aussicht. Leider, ich kann es nicht anders sagen. Solange das alles, was hier betrieben wird, nicht grundlegend sich verändert, ist noch keine positive Lösung in Aussicht. Das Einzige, was wir dafür tun können, ist eben diese positive Energie in das Quantenfeld hineinschicken. Das ist die Grundtendenz und wir hatten ja mal ausgemacht, dass wir jeden Tag 10 Minuten vor 20 Uhr zusammen positive Energie in das Quantenfeld schicken. Das ist jetzt besonders wichtig und ich wünsche mir, dass es ganz, ganz viele Menschen tun, denn so darf sich dann diese Erwachensenergie, die ja in der ersten Hälfte vom September auf die Erde strömt, noch intensiver ausbreiten. Und dadurch werden noch mehr Menschen erwachen. Und das gilt jetzt für dich im Inneren auch so. Du wirst einen intensiveren Zugang zu deiner Seele finden und zu deinem inneren Kind. Und du wirst auch einen intensiveren Zugang zu deinem Partner, zu der Familie finden. Aber es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Wenn du mit Liebe umgehst und im Gefühl und im Vertrauen bleibst, hast du die Chance, dadurch noch mal ganz viel zu erreichen, wollte ich sagen, in deiner Beziehung, sowohl im Inneren als wie dann auch im näheren Bekanntenkreis. Und das ist eben eine ganz große Chance. Und diese Chance, die besteht auch für die komplette Gesellschaft. Nur ist es da ja ein bisschen schwieriger, weil dort eben nicht mit Ehrlichkeit agiert wird und dadurch kann es also sein, dass es auch kollidiert und dann eben nach dem 22. September ja etwas nicht Schönes entstehen wird, so dass wir im gesamten Kollektiv darunter zu leiden haben mit den Gedanken des neuen Lockdowns und der vierten Welle, die hier so in die Gesellschaft hineingepostet werden, die alle übertrieben sind, die alle gar nicht sein müssten, wenn man seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten würde, würde dieses alles einfach so im Sande verwehen, könnte man sagen. Aber leider ist eben der Fokus vom Kollektiv falsch und deswegen wird es ein schwieriger September werden. Ich hätte euch lieber was Positiveres gesagt, aber es ist so, wie es ist. Und auf jeden Fall haben wir die Hilfe der Engel, die ist immer da. Und wenn wir in der Positivität bleiben, wird es auch einfacher für uns werden. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle. Und deswegen werden wir jetzt auch eine Meditation zusammen machen, wo wir diese Liebe der Engel fühlen und dann mit Hilfe der Engel nochmal die Erde stärken werden und auch die Erwachensenergien verstärken werden, die auf die Erde fließen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du heute dabei warst.
Und natürlich lade ich dich auch sehr gerne auf meinem Telegram-Kanal ein. Dort fließt ganz viel wunderbare, positive Energie und die möchte ich sehr gerne mit dir teilen. Und es wäre auch sehr hilfreich, wenn du an einer Bewusstseinserweiterung interessiert bist, wenn du immer die neuesten Nachrichten erhalten möchtest, dann abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wird dich YouTube sofort daran erinnern, dass, wenn ich ein Video gepostet habe, dass du dann auch dabei bist. Ja, meine Lieben, dann gibt es noch diese wundervolle Ausbildung Medium der neuen Zeit. Das sind 5 Teile. Da solltest du unbedingt daran teilnehmen, denn da bekommen wir die Energien der neuen Zeit vermittelt und die Werkzeuge der neuen Zeit vermittelt. Und das ist gerade jetzt besonders wertvoll in dieser großen Umbruchsphase, in der wir uns befinden. Melde dich an, unter dem Video steht der Link. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Freude beim gemeinsamen Wirken mit dem Licht für den Frieden und für die Kraft, für die neue Erde. Smarana, lieber Mensch, Smarana fließt aus meinem Herzen zu dir und begrüßt dich mit der Liebe Gottes, mit der Nähe Gottes. Und so hüllt dich die höchste vollkommene Liebe Gottes ein. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam das Licht zu stärken, um gemeinsam das Kollektiv über das Licht in die Heilung zu bringen. Und so ist es wunderschön, dass du gerade jetzt hier bist, um diese Lichtarbeit zu verstärken. Geliebter Mensch, ich lade dich nun ein, als Kanal zu dienen. Ich lade dich ein, als Kanal für das Große und Ganze zu dienen. Und wenn du es erlaubst, werden dir die Engel wundervolle, lichtvolle, liebesvolle Energien durch deinen Kanal senden. Und so bitte ich dich, zu erlauben, dass dies jetzt geschehen darf. Und in dem Moment, wo du deine Erlaubnis gibst, öffnet sich dein Kronenchakra. Und die Engel, sie kommen, sie eilen herbei. Sie eilen herbei mit ihren Gaben und Geschenken. Und sie senden die Strahlen des Lichtes, des Vertrauens. Die Strahlen des Lichtes der Liebe und die Strahlen des Lichtes der Kraft zu dir. All dies fließt durch dein Kronenchakra in dich hinein. Und wenn du möchtest, darfst du nun deine Hände mit den Handflächen nach außen vor dich ausstrecken und all diese Strahlen des Lichtes, die du bekommen hast, durch deine Handflächen nun auf die Erde fließen lassen. Diese Lichtstrahlen fließen jetzt überall dorthin, wo du den Fokus drauf legst. Du kannst dabei deine Hände bewegen und du wirst fühlen, wie die Energie fließt. Und so sende deine persönliche Liebe mit den Strahlen des Lichtes zu unserer geliebten Mutter Erde. Und so wird die Energie der Heilung geschehen. Negative Energien werden transformiert
und das Kollektiv wird ausgerichtet zu der Liebe hin. Alles geschieht zum allerhöchsten Wohle aller Beteiligten. Und das Kollektiv kann selbst entscheiden, inwieweit es sich öffnet oder auch nicht. Wichtig ist, dass du deine Energien sendest und auch Mutter Erde unterstützt. Denn Mutter Erde ist deine Heimat, deine Wohnung, dein Haus. Und so fließt nun auch diese wundervolle Energie der weißen Strahlen zu Mutter Erde. Und Mutter Erde darf, wenn sie möchte, diese Geschenke in Empfang nehmen. Und so lass es nun ein wenig fließen und denke auch an dein Zuhause. Durchflute auch dein Zuhause mit dieser Energie. So wird nun dein Zuhause aufgeladen von dem Licht der Liebe und gleichzeitig gereinigt. Eine hohe Lichtarbeit ist das, was du gerade tust. Und so darfst du heute Abend, wenn es Zeit ist, in dein Bett zu gehen, in den hellen, weißen Strahlen des Lichtes einschlafen. Sie werden dich schützen und sie werden dich einbetten in die Liebe Gottes. So genieße diese wundervolle Zeit, denn die Energie der Liebe, der vollkommenen Liebe aus der Wirklichkeit, sie ist bei dir. Du bist Träger dieses Lichtes, denn du hast dich als Kanal zur Verfügung gestellt und dies rechnen dir die hohen Lichtenwesen sehr hoch an. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, öffne die Augen und betrachte dein Umfeld voller Liebe. Das Licht der Liebe ist bei dir und deine Aura strahlt. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Ich danke euch allen, dass ihr hier wart. Und wir zusammen für den September ganz viel Licht und Liebe senden durften. Vertraut einfach, dass es durch dieses Licht der Liebe immer besser wird, dann wird es auch so sein. Eine Umarmung für jeden einzelnen von euch und ein Küsschen. Bis zum nächsten Video. Alles, alles Liebe an euch.